Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen metaphysischen Amüsgöl zum Vollmond in den Fischen am 18. September um 4:34 Uhr und zum Start der Eclipse-Season. Und ja, ich darf wieder von vornherein verkünden, ich glaube, wir haben wieder ein Video vor uns mit ganz viel Input, denn es passieren hier zwei Dinge, die sonst nicht so oft passieren. Einmal haben wir einen Supervollmond. Da ist der Mond der Erde besonders nah. Und wir haben eine partielle Mondfinsternis in der Nacht vom 17. auf den 18. September. Und damit den Start in die Eclipse-Season, die bis in den Oktober reicht. Hallo, mein Name ist Janine Diekmann und hier erfährst du alle 2 Wochen ein bisschen was zu den Mondenergien, die auch im Bereich Business, zumindest in meinem Bereich, immer mehr an Bedeutung bekommen. Und wie kannst du vielleicht mit diesen kosmischen Energien auch deinen Alltag und dein Leben ein bisschen lenken, reflektieren und gute Entscheidungen treffen. Denn das ist das, was wir oder was ich zumindest nutze, wenn ich die Metaphysik und in dem Fall speziell die westliche Astrologie in meine Arbeit einbinde und meinen Kunden und Klienten ein bisschen was über sie erzähle. Und sie haben dann immer die Möglichkeit, mit solchen Videos ein bisschen nachzuschauen, wie das für Sie in Ihrem speziellen Fall gilt. Und ja, ich habe hier immer ein bisschen die Kollektive, nicht ein bisschen, ich habe hier in diesen Videos immer die kollektive Energie. Das heißt, das gilt für alle. Und wir haben dann in den einzelnen Readings natürlich dann immer noch die individuelle Transitwirkung und auch die individuelle Wirkung der jeweiligen Neu- und Vollmonde. Ja. Ich habe schon gesagt, es wird ein bisschen pickepacke voll heute in dem Video. Ich versuche ein bisschen schneller zu reden und vielleicht das ein oder andere auch nur anzureißen. Aber grundsätzlich, wir haben das Thema Eclipse Season, die immer sehr transformierend ist, die Zeit und die in diesem Fall mit dem Vollmond in den Fischen am 18. startet. Dann haben wir und bis zum 2.10. gilt. Das Thema hier ist, oder der Fokus dieser Eclipse-Season ist natürlich Transformation, Loslassen und Neubeginn. Das ist immer der Punkt, der in den Eclipse-Season so, ich sag mal, von den Astrologen auch so ein bisschen zelebriert wird. In der Zeit, in diesen 2 Wochen, haben wir energetisch gesehen immer so einen Katalysator im Hintern. So kann man das sagen. Es ist der sogenannte Quantum Leap, also eine schnelle Wendung, eine schnelle Wandlung, eine schnelle Transformation möglich. Und die Energien unterstützen zumindest dabei. Und dies findet jetzt auf der Achse, auf der Mondknotenachse Jungfrau Fische statt. Da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Dann haben wir natürlich den Supervollmond mit dem näher stehenden Mond. Und immer wenn der Mond so nah steht, spricht man von einem Supervollmond. Und wir haben diesmal auch den sogenannten Erntevollmond. Monat 9, ne? 9 ist die letzte Ziffer, da kommt alles zusammen. Da wird das Ganze, was in der 8 transformiert wird, zu einem neuen Ganzen. Deshalb in der Numerologie ist das auch die Vollendung. Denn dann fangen wir ja mit der 10, also der 1-0, wieder an. Also von daher, 9 ist diese Zahl, die im September natürlich gilt. Und 9 bedeutet in diesem Fall auch ernten, was man gesät hat. Da können wir natürlich immer schauen, wie war es zu einem Neumond? Was hast du da für Intentionen gesetzt? Die, die mir schon länger folgen und in diesem Moment einmal kurz, wenn du mir auch folgen möchtest, gerne auf das Glöckchen drücken und meinen Kanal abonnieren. Die, die mir schon länger folgen, wissen, zum Neumond dürfen wir mal neue Intentionen setzen und zum Vollmond schauen wir mal, wo können wir aus den Vollen schöpfen. Und wir gehen immer ein halbes Jahr zurück. Was hast du für Intention vor einem halben Jahr gesetzt? Und was darfst du jetzt ernten? Und jetzt haben wir noch ein paar Besonderheiten, gehe ich auch noch drauf ein. Nämlich die aktuelle Mondknotenachse ist ja noch in Waage Widder und wird nächstes Jahr im Januar auf die jetzige Vollmondachse gehen, nämlich von der Jungfrau in die Fische.
Die Mondknotenachse läuft ja immer rückwärts zu den normalen Tierkreiszeichen und kommt auch noch alles später, aber nur, dass du schon mal gehört hast. Wir haben also eine Energie jetzt zu diesem Vollmond neben der Eclipse-Season zu der neuen Mondknotenachse, die dann ab nächstes Jahr gilt. Und ja, was wir auch noch haben, ist eine Konjunktion in Neptun, also dem Herrscherplaneten der Fische. Und worum geht es bei den Fischen eigentlich? Einmal natürlich um das Thema Flow. Es sind hier zwei, ne, Fische. Während wir das gegenüberliegende Zeichen Jungfrau im Moment haben, wir haben ja auch noch die Sonne in Jungfrau, wo es sehr viel um Struktur, Disziplin, Planbarkeit und sehr viel Alltagsmoral geht, nenne ich es mal, haben wir immer den gegenüberliegenden Part, wo es viel um Vertrauen, Intuition, Spiritualität und alles nicht Greifbare geht. So, und wenn wir eine Konjunktion mit Mond und dem Planeten und dem Hausherrscher oder Planetenherrscher haben, verstärkt sich diese Energie und dann auch noch Supervollmond, ne? Halleluja. Also, ich sag's euch, da ist ordentlich was los. Da werden wir gleich noch was zu sagen. Und noch ein bisschen zu den Transiten werde ich heute noch ein bisschen kurz drauf eingehen, damit es nicht allzu lange geht. Und euch am Ende des Videos natürlich noch sagen, was ihr jetzt um den Vollmond und vor allem in der Eclipse-Season für wunderbare Dinge tun könnt, damit euch dieser Impuls und diese Energie irgendwie nicht so hasig macht, ja. So. Denn wir hatten grundsätzlich schon eine sehr herausfordernde, oder die letzten Monate waren schon sehr herausfordernd. Wir haben aktuell oder wir hatten ja diese Uranus-Thematik, wir hatten jetzt den Mars im Moment noch in Krebs. Der Mars wird jetzt rückläufig, glaube ich. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Muss ich gucken gleich, wenn ich bei dem Thema bin. Aber wir haben eben mit der Venus und dem südlichen Mondknoten der aktuellen Achse auch schon das Thema Partnerschaften, Beziehungen, geschäftliche Allianzen, all diese Themen. Wo tun mir Partnerschaften und Beziehungen noch gut? Und wo darf ich ein bisschen mehr auf mich achten? Das ist ja seit letztem Jahr, Juli schon so. Wir hatten schon gerade die letzten Monate auch mit Pluto schon im Wassermann-Dip und jetzt wieder zurück zum Steinbock, diesen Transit. Also wir hatten schon recht viel, ich sag mal, Waschmaschine. So habe ich es letztens gesagt. Wir haben schon mal einmal alles in der Waschmaschine gesteckt und es wurde alles schon mal einmal durchgerüttelt. So, und jetzt kommen wir in die Eclipse-Season und jetzt geht es daran, zu schauen, wo sagt unser Gefühl Ja zu, einmal Ja zu, wir gehen den Weg weiter, wir gehen ins Vertrauen und sind auch wirklich in diesem tiefen Vertrauen, da wird das Gute für uns kommen. Und wo dürfen wir jetzt auch einfach mal sagen, okay, hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorstellen. Wo darf ich jetzt auch einfach loslassen und nicht mehr mit aller Kraft und vor allen Dingen nicht mehr mit allem Verstand dran festhalten? Manchmal haben wir so eine Situation, dass wir sagen, das ist total logisch, das muss jetzt so, 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 wenn dann sonst. Aber der Bauch sagt irgendwie, nee. So. Und wenn der Bauch nee sagt, jetzt in der Eclipse-Season, darfst du dir vielleicht auch mal deine alten Aufzeichnungen nehmen und sagen, okay, was habe ich mir denn da jetzt aufgeschrieben, die letzten Wochen und Monate? Und was darf jetzt wirklich einfach gut sein? Also loslassen ist ja immer so ein ganz, ich sag mal, missverstandener Prozess. Also viele sagen dann immer, ja, wie lasse ich denn los? Ja, lass gut sein. So, manchmal erwischt man sich dabei, dass man es nicht gut sein lässt. Und in dem Moment, wo man sich aber selber dabei erwischt, dass man es nicht gut sein lässt, ist schon der bewusste Blick drauf, wo man sagt, okay, ich kann wieder anders entscheiden. Also versuchen, nicht mit einem Zwang oder mit einer Akribie oder mit einer Illusion hinterherzulaufen. Denn eins ist jetzt auch klar, in dieser Zeit, um diesen Vollmond am 18. September, werden deine Illusionen platzen wie Seifenblasen. Also, das ist der Quantum Leap, der letzten Endes in so einer Eclipse-Season möglich ist. Und die Eclipse-Season ist immer dann
oder startet immer dann, wenn wir eine Mond- oder eine Sonnenfinsternis haben. Wir haben jetzt eine partielle Mondfinsternis am 18. Und bei dieser partiellen Mondfinsternis geht es jetzt letzten Endes auch darum, immer zu schauen, okay, wir haben mal kurz nicht das volle Licht drauf. Was darf jetzt gehen? Und es ist so, dass wir bei den Eclipse-Season immer von Transformations-Seasons auch sprechen. Und in dieser sehr intuitiven und gefühlvollen Fischezeit oder in einem Fischevollmond geht es natürlich schon darum, was sagt dein Bauch und was sagt deine leise Stimme, deine Intuition. Es ist durchaus gut, den Verstand mit dabei zu haben und gleichzeitig zu sagen, es ist vielleicht auch Zeit, mal die Energie auf Dinge zu lenken, die auch wirklich nicht mehr irgendwie Luftschlösser sind. Also manchmal helfen uns Illusionen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ein Zwilling so und habe ganz viele Ideen, tausend Dinge könnte ich machen. Aber manchmal müssen wir dann eben auch sagen, ja, ich bin halt ein Mensch, ne, in dieser Welt und ich darf mich auch an gewisse Regeln und an gewisse Bedingungen halten. Und manchmal ist man vielleicht einer Illusion hinterhergerannt. Also man hat ein Gefühl vielleicht gehabt mit einer bestimmten Person oder zu einem bestimmten Kollegen oder zu einer bestimmten geschäftlichen Situation, wo man sagt, könnte richtig gut werden. Aber die Einschläge kamen näher. Also von außen hat man dir vielleicht schon gesagt, ist nicht so gut. Jetzt hast du gesagt, ja, ich vertraue aber meinem Bauchgefühl. Ne? Im Zweifel hat die Diekmann ja gesagt, ne? Hör auf dein Herz. Sag ich nach wie vor, hör auf dein Herz, denn das ist durchaus der richtige, die richtige Kompassnadel. Und gleichzeitig bitte ich euch, das in ja immer in Balance zu halten. Und diese Eclipse-Season, die wir jetzt starten bis zum 2.10., dient jetzt dazu, dich ein bisschen zu befreien und zwar Platz zu machen für Neues. Und zwar das, was wirklich richtig gut wird. Das, was vielleicht noch ein bisschen in dir schlummert, wo du auch schon dran arbeitest, aber wo du vielleicht jetzt noch mal ein stärkeres Hell yeah bekommst. Daran darfst du weiter arbeiten. Und wenn Illusionen gerade in Bezug auf anderen Menschen, und da sage ich privat wie auch geschäftlich, wenn da jetzt quasi eine Entfernung die letzten Wochen stattgefunden hat, ist das vielleicht auch ein Zeichen davon, dass man sagt, okay, lass gut sein. Lass gut sein, denn Eclipse-Season haben immer was mit Mondknotenachsen zu tun. Und wenn wir uns die aktuelle kollektive Mondknotenachse angucken, geht es, wie gesagt, um me, myself and I. Welche Beziehungen tun mir noch gut? Und welche darf ich jetzt ein bisschen weiter wegschieben? Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich die Menschen aus meinem Lebensbus rausschmeißen muss, sondern eher geht es darum zu sagen, okay, kann ich sie vielleicht in eine andere Rolle stecken? Im geschäftlichen Kontext kann ich sagen, okay, gehe ich vielleicht nicht zwangsläufig jetzt in dieser sehr emotionalen und intuitiven Zeit neue Geschäfte ein, die jetzt neu auf mich zukommen. Aber denen, die schon länger in Beziehung mit neuen potenziellen Geschäftspartnern sind, die dürfen jetzt nochmal in sich gehen und dürfen in den nächsten 2 Wochen einfach nochmal schauen, fühlt sich das nach wie vor gut an? Weil dann hast du schon mal drüber nachgedacht, du hast vielleicht das ein oder andere an Zahlen, Daten, Fakten zusammengesucht, aber das letzte Zünglein an der Waage sollte deine Intuition sein. Und wenn du jetzt ein Zögern bekommst, dann ist es durchaus Zeit, auch mal zu sagen, nee, die Tür ist zu. Ich hatte gerade ein Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch, denn, und das habe ich aus eigener Erfahrung, manchmal hält man auch an den nicht guten Beziehungen fest. Und damit meine ich auch familiäre Themen oder auch, wie gesagt, geschäftliche Themen, weil man das handeln kann und so ein bisschen das Gefühl hat von, ja, aber was kommt denn dann? Und dieser Fischevollmond bittet dich jetzt in das, was kommt denn dann, zu vertrauen. Und es gibt, und das wirst du wissen, es gibt in dir einen Impuls, der dann sagt, okay, ich kann das jetzt. Ich kann das auch halten, in das Vertrauen zu gehen. Und da auch wirklich zu reflektieren zu diesem Vollmond, zu sagen, ist das jetzt etwas, weil ich es kenne, also weil ich es immer schon gemacht habe, oder ist es jetzt
etwas, was wirklich dem entweder loslassen oder empfangen dient. Das ist ein bisschen tricky way und das bedeutet auch, dass du dich vielleicht auch schon hier und da mit dir selber ein bisschen beschäftigt haben darfst. Aber letzten Endes ist es das. Darauf zu achten, ist es einfach nur, weil ich das schon immer so mache oder ist es das, weil es jetzt mein neuer Weg ist? Und diese Energie unterstützt dich in dieser Eclipse-Season. Grundsätzlich in den Finsternissen. Und da ist es wirklich so, dass es schon sehr bedeutend sein kann und dass man manchmal so in der Reflexion, wenn wir nächstes Mal den Neumond haben, dann auch mal sagen können, das ist ja doch passiert. Manchmal erlebt man diese Quantum Leaps oder diese schnellen Veränderungen. Auf einmal meldet sich eine bestimmte Person oder auf einmal hast du gar keinen Kontakt mehr mit irgendjemandem, so obwohl du vorher total viel Kontakt mit jemandem hattest. Könnte sein, dass es damit dann zu tun hat und in der Reflexion stellst du fest, oh, das war in der Eclipse-Season und das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ein Satz, der ganz oft in diesem Kontext der Eklipsen fällt, ist, habe ich nicht kommen sehen. Und das wird wahrscheinlich auch dein Thema sein, wenn du in 2 Wochen oder in 4 Wochen wieder drauf schaust und mal zurückguckst und die Besonderheit eben in diesen Fischen, in dieser Eclipse-Season, die mit den Fischen startet, ist, dass du sehr sensibel im Moment bist, weil wir eben auch die Konjunktion zu Neptun haben. Und Neptun ja nun mal für die Illusion und für das Nicht-Greifbare, für die Träume, für die Spiritualität steht. Und dieser Vollmond möchte dich oder die Energie davon möchte dich durchaus animieren und dir einen Impuls setzen, zu sagen, wo kannst du jetzt ernten für das Nicht-Sichtbare? Wo kannst du deinen Träumen wo kannst du deine Träume nachverfolgen und wo kannst du vielleicht auch Dinge jetzt einfach in dir heilen und heile werden lassen, indem du es gut sein lässt, loslässt. Gut sein lassen, finde ich da einfach eine bessere Variante als loslassen. Das ist immer so ein Ding, das ist immer relativ schwierig. So, du wirst im Zweifel auch einfach desillusioniert, weil auch komische Situationen mit Menschen passieren, wo du sagst, hä? Okay, sehe ich jetzt aber anders. Habe ich ja auch noch nie gesehen. Und es kann durchaus sein, dass du das jetzt schon die letzten Tage sehr spürst, denn Eclipse-Season wirken immer schon ein bisschen früher noch als der Vollmond. Und du kannst jetzt schon so, ja, vielleicht schon so einen inneren Dialog bei dir feststellen. Es geht auch um die Auflösung von Ego-Strukturen. Also bist du richtig Ego in so einer Ego-Shitshow unterwegs für dich? Dann gilt es auch hier in das Vertrauen zu kommen. Ego hat überhaupt nichts mit Vertrauen zu tun. Ego hat was mit Kontrolle zu tun, was das Gegenteil davon ist. Ich bin ein großer Freund von Kontrollmechanismen oder auch Rahmen, aber auch das darf im Balance sein. Und wer jetzt glaubt, dem Fluss des Lebens entkommen zu können, er wird eines Besseren belehrt. Also lass dich durchaus darauf ein, ins Vertrauen zu gehen und dich ein bisschen treiben zu lassen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, merke ich auch gerade im Business-Kontext zu sagen, ich rufe da jetzt nicht an, ich halte da jetzt nicht nach. Das kommt schon noch. Hör da auf deinen Bauch und auf dein Herz und gib deiner sensiblen Seite, wenn sie jetzt gerade ein bisschen durchkommt, lass sie einfach in den nächsten 2 Wochen für dich wirken und schreibe ganz viel auf. Ich glaube, das ist etwas, was gerade jetzt für die ganz sehr kopforientierten Menschen eine gute Möglichkeit ist, da nicht in diesen Strudel der Energien irgendwie unterzugehen. Ne? Es kann auch ein bisschen wuschig machen, wenn ich sonst immer sehr viel Kontrolle habe und auf einmal mir gefühlt Dinge aus den Händen gleiten. Deshalb bitte ich dich, schreibe, schreibe, schreibe auf und geh dann in die Reflexion in 2 oder 4 Wochen. Es gibt natürlich dort Möglichkeiten, auch jetzt um den Vollmond herum, für dich wieder wie Art Rituale, diese Energie für dich zu definieren. Ich sage ja immer, hol dir dein kostenfreies Chart bei astro.com, dass du auch mal schaust, wo findet in welchem Haus dieser Vollmond statt? Wo ist deine Fische-Jungfrau-Achse in deinem Horoskop? Denn da kannst du mit dieser sensiblen, mit dieser träumerischen und illusorischen Art nochmal schauen, welche
Themen, Lebensthemen vielleicht bei dir hochkommen könnten. Ich habe das meinen Vollmond im 8. Haus, da geht es um radikale Transformation, Tod und Neugeburt, und ich bin sehr gespannt, was das für mich bedeutet. Ich habe da schon eine leise Vorahnung und werde euch in 2 oder 4, 6 Wochen sicherlich dazu auch noch mal Näheres berichten. Aber es wird wirklich so sein, bei mir steht alles auf kompletten Wandel. Also ich schnall mich schon mal an, Rollercoaster kann losgehen, und ich glaube, ich muss mein Turbo anschalten dann. Aber auch da, ich bin vorbereitet, und Journaling ist im Moment mein Lieblingstool. Also ich schreibe Tagebuch, ich schreibe die Dinge auf, ich mache mir Notizen, gerade was meine Gefühlslage angeht. Und das empfehle ich auch dir, zu sagen, nimm dir jetzt die nächsten 2, 3 Wochen bitte die Zeit, einmal am Tag die Erkenntnisse, die du vielleicht hast, diesen Aha-Moment oder auch diese, das ist ja eine komische Situation, auch erstmal aufzuschreiben und sie dann vielleicht 1, 2 Tage später zu bewerten. Visualisierung kann da immer helfen. Es gibt unterschiedliche Visualisierungstools. Der eine steht auf Zeichnen oder auf Malen. Der nächste sagt, okay, ich kann. Ich schreibe auch meine Dinge, die ich loslassen will, schreibe ich auf ein Blatt Papier und verbrenne das. Also je nachdem, was dir hilft. Das sind super Rituale jetzt auch zum Loslassen und auch zum Visualisieren und zum Begreifen mit den Sinnen, was du da gerade machst. Ich empfehle Wasser, also Bäder, Salzbäder. Ich bin im Moment ein bisschen auf diese also Salz im Glas Dinge fahre ich im Moment total drauf ab. Irgendwie muss man alles ausprobieren, spirituelle Dinge. Was passiert eigentlich, wenn ich Salz ins Glas mache? Soll ja die Umgebung neutralisieren und soll irgendwie schlechte Energien von mir fernhalten und die guten durchlassen. Ich sag euch, mein Salz wandert, ne? Aber wie die wilde Wutz. Sehr spannend zu beobachten. Näheres auch gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Und was dir jetzt ganz besonders hilft in dieser Eclipse-Season, weil das ja ein sehr Luftschloss-Thematik ist, Traum nicht greifbar, Psychologie und all diese Themen, die Fische in Vollmond eben hervorholt mit der Konjunktion in Neptun, schaffe Erdung durch Bewegung in der Natur. Sehe zu, dass du irgendwie spazieren gehst, dass du an der frischen Luft bist, dass du Bewegung auch an der frischen Luft machst, dass du gerne in der Nähe von Wasser bist, Flüsse, Bäche, Teich, Meer, dass du da, wenn es möglich ist und nicht zu kalt ist, im Zweifel auch barfuß läufst, weil die Erde dir die Stabilität, das Gefühl von Stabilität wiedergibt, oder auch ein Wald oder das Meer oder ein See, dich daran erinnert, dass nicht nur der Kopf oder die Illusion da sind, sondern du bist ja halt hier auf dieser Erde, und wir brauchen da immer den Gegenpol, ne? So, und Jungfrau ist ja ein erdiges Zeichen. Das sind so Möglichkeiten, was du jetzt zum Thema Vollmond machen kannst. Erntemond, ne? Wir ernten, was wir sehen, und bitte geh da auch noch mal die 6 Monate zurück in den Vollmond, in den Neumond der Fische, und schaue da, was hast du da für Impulse gesetzt, was du in deinem Lebensbereich machen wolltest. In dem Fall dann Neumond in Fische. Was wolltest du ändern? Also was hast du vielleicht auch in Transformation proaktiv gesetzt Anfang des Jahres, wo du jetzt sagen kannst, da möchte ich jetzt gerne ernten, oder kann ich schon ernten, oder ist es überhaupt was für mich? Also hast du dir vielleicht auch einen Impuls gesetzt, wo du sagst, das war eine Illusion, das platzt wie eine Seifenblase. Ich kann euch sagen, ich habe da so einige. Und das ist nicht schön, ist kein schönes Gefühl, aber es ist, wie es ist. Und die Transite tun ihr Übriges derzeit. Mars ist im Waage, und die Dynamik, die in der Waage stattfindet, ist eben das Beziehungsthema. Das heißt, auch in dieser Eclipse-Season wird alles rund um Beziehungen nochmal hochkochen. Alles, was beruflich wie privat oder familiär, freundschaftlich
nicht mehr in dein Leben passt, wo du dir eine Illusion ge selber irgendwie gebaut hast, wirst du de facto Dinge in die Hand bekommen oder logisch auf einmal diesen Aha-Moment haben oder materiell in Form eines Briefes, eines Videos oder in irgendeiner Form Dinge sehen und wahrnehmen und die Erkenntnis bekommen, okay, that's what the Luftschloss, und darfst es dann gut sein lassen. Der Mars in Waage will natürlich auch eigentlich ist der Mars ja Widderzeichen und will ja eigentlich mit dem Kopf durch die Wand, und jetzt sitzt er in der Waage, in dem Luftzeichen. Das kann natürlich auch dafür sorgen, dass man das nochmal ein bisschen ausschwingt, ne? Also vielleicht kannst du auch nochmal so einen Moment haben, wo du nochmal auf die Prüfung gesetzt wirst oder wie nennt man das, auf die Prüfung gesetzt? Das hört sich falsch an. Nochmal auf die Probe, so auf die Probe gestellt wirst, ist das wirklich das, was du willst? Sowohl was du empfangen möchtest, als auch das, was du loslassen willst. Also es kann durchaus sein, dass auf einmal Menschen auftauchen in deinem Feld, wo du sagst, habe ich nicht mehr mit gerechnet, oder sie tauchen eben nicht auf, obwohl du damit gerechnet hast. Und der Mars ist eben na, der will schon ein bisschen stürmischer für sich das Beste rausholen. Und darum geht es ja. Ich mag das Wort nicht, Selbstliebe, aber es ist das, in Selbstliebe mit einem gesunden Egoismus zu schauen, welche Beziehungen tun mir noch gut und welche nicht. Wir haben die Venus noch direktläufig und die läuft im Moment ich muss mal schauen. Die läuft wieder direktläufig in Löwe. Da haben wir natürlich auch das Thema Beziehung. Ne? Löwe ist Lebensfreude, Mut und ja, ganz viel Yummy. Ne? Für die, die mir folgen, wissen, was ich damit meine. Der Punkt ist, dass wir mit der Venus immer das kleine Glück haben. Das kleine Glück im Alltag, und wenn das im Löwe ist, dann geht es immer so ein bisschen mit so einem Yummy-Faktor. Vielleicht ist das auch ein guter Indikator für dich in der Eclipse-Season, wenn es deine Sehnsucht und deine Leidenschaft und dein Desire anfeuert, dann vertraue einfach, dass das Leben es gut mit dir meint. Und wenn du nicht so wirklich ein Yummy fühlst, dann sage ich mal, okay, dann ist es wohl nichts mehr für dich. Wir haben den Pluto noch rückläufig in Steinbock. Das ist auch etwas, was ich glaube, es ist ja ein Langsamdreher, ne? Ist ja ein Kollektivplanet, wo es auch darum geht, so im Allgemeinen, ne? Die alten Strukturen sind am Wackeln. Man merkt es, ne? Es sind sehr viel, ich sag mal, es ist sehr viel Unruhe, auch gerade im Business. Da merke ich es besonders, wo es auch stark um diese Steinbock-Themen gibt in der Öffentlichkeit. Das haben wir auch schon immer so gemacht. Wenn das eben jetzt nochmal hochkommt, das haben wir immer schon mal gemacht. Darfst du auch schauen, ist das noch was für die Wassermannzeit, die jetzt Ende des Jahres mit Pluto anfängt, ist das noch wirklich für dich etwas, was gilt? Oder darfst du auch das loslassen? Wir werden ganz schön getriezt im Moment mit dem Pluto rückläufig, denn das ist der Herrscher der Transformation, also der Eclipse-Season. Und das Thema Macht, Kontrolle und alte Muster kommt jetzt nochmal hoch. Deshalb ist es auch so wichtig in dieser Eclipse-Season darauf nochmal zu achten, ist das ein, machen wir schon immer so? Oder ist es ein, das passt zu mir und meinen Überzeugungen? Ist es mein Bauchgefühl, in die richtige Richtung empfangen zu können oder auch mal einfach vertrauen zu können, dass das Leben für mich ist? Oder ist es eine Illusion, die gerade wie eine Seifenblase zerplatzt? Also du siehst, es ist eine Menge los, was das Thema Veränderung und Transformation angeht. Und ich habe es auch letzt gerade besprochen, ist gar nicht so lange her, und habe jemanden gesagt in einem Mentoring, wer sich jetzt nicht die letzten Jahre so ein bisschen vorbereitet hat auf das, was da kommt, wird jetzt ganz schön viel Tohubabohu haben. Denn die Fische stehen ja auch für das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung, auch in mir selbst. Wie gehe ich nach innen? Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich auch mit den Emotionen um, die ich auch habe? Ich habe Scham, Trauer, Schiss, Mut, Glück, Freude, all diese Dinge. Ich habe die ja auch. Aber sie sind eben auch manchmal nicht
auslebbar in dem Moment. Also, aber wie kann ich mit mir damit umgehen, dem trotzdem Raum zu geben? Damit muss ich mit mir arbeiten, ne? Muss man einfach sagen. Und das wird jetzt ganz schön gefordert, denn es geht auch um die Macht über dich selbst. Und hast du Macht über dich selbst? Denn neben der ganzen Transformation, die von außen kommt und im Geschäftsleben oder in der Gesellschaft, nehmen wir das wahr, ist eben auch das Thema Transformation deiner selbst ein großes Thema. Wir möchten mit dem rückläufigen Neptun, der in Konjunktion mit dem Vollmond ist, eben auch schauen, wo habe ich mich selbst getäuscht? Also wo habe ich mir einfach auch eine Geschichte erzählt? Das machen wir alle. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, über einen bestimmten Prozess hinwegzukommen. Aber es ist jetzt wirklich wichtig, immer einmal aufzudenken, was zieht dir auch wahnsinnig viel Energie und wo ist jetzt auch endlich mal Schluss und wo kannst du jetzt für Klarheit sorgen, auch in deiner Spiritualität und in der Arbeit mit dir selbst. Fazit zu dem Thema Eclipse Season ist, es wird viel um das Thema Beziehungen gehen, es wird viel um das Thema Illusion und Platzen der Seifenblasen gehen und es wird vor allen Dingen um viel Loslassen gehen und emotionale Blockaden auch ja, einfach akzeptieren. Du musst das nicht noch nicht fertig haben. Also das ist jetzt hier kein Wettrennen, wer hat als erstes irgendwas losgelassen oder gut sein lassen. Und manche Dinge werden auch ihre Zeit brauchen. Manche Wunden dürfen einfach dann auch noch ein bisschen länger heilen. Aber gut ist, dass sie heilen. So. Und der eine braucht vielleicht 2 Wochen, der andere braucht 2 Monate und manche brauchen einfach auch ein halbes Jahr. Aber die Tatsache, dass jetzt klar ist, welche Wunde auch heilen darf, auch emotionale Blockade jetzt gelöst werden darf, ist etwas, was ein sehr wunderbares Ergebnis sein kann aus der Eclipse-Season. Dann nochmal schauen, wo hast du eben bestimmte Beziehungsdynamiken. Bist du so harmoniesüchtig oder bist du vielleicht auch in toxischen Beziehungen? Welche Beziehungen tun dir gut, welche nicht? Und wo braucht es auch eine Kurskorrektur? Manchmal musst du nicht einfach welche komplett rausschmeißen, das hatte ich eben schon gesagt, sondern einfach eine Kurskorrektur machen. Aber dafür musst du Grenzen setzen. Und das hilft, wenn die Illusionen eben auch verschwinden aus dem Feld. Ihr seht, ne, ich habe schon wieder so viel zu erzählen. Und eigentlich möchte ich da ja nur gerne immer nur das Vollmond- und Neumond-Video machen, aber in diesem Fall mit der Eclipse-Season und dem Supervollmond und der Konjunktur in dem eigenen Zeichen mit Neptun, muss ich einfach sagen, ich muss da ein bisschen mehr drüber sprechen. Was darf ich euch noch sagen? Ihr hört es vielleicht am Scrollen. Ich habe eine Menge geschrieben. Ja, also wir haben eigentlich zum Halbjahreswechsel gesagt. Also ich meine, das war schon heftig, das erste halbe Jahr, aber es wird noch mal heftiger. Ich meine, dieses Thema Pluto rückläufig gerade, das ist schon eine Sache, die. Wir haben den Dip im Wassermann gehabt und der Wassermann steht nun mal für Innovation, neues, auch rebellisches Dasein, aber auch für Gemeinschaft und Leadership. Und Wassermann regiert normalerweise das 11. Haus. So. Und wenn wir in dem 11. Haus sind, haben wir immer etwas, was mit Leadership und Vorläufer zu tun hat. Man folgt ja nur Menschen, die nicht nur labern, sondern auch machen. Und das Machen in dieser veränderungsintensiven Zeit, nenne ich es mal so, ist eben in Zukunft nur noch mit anderen Menschen zusammen möglich. Du musst nicht immer gleich eine Partnerschaft haben, auch nicht im Geschäft, dass du sagst, gleichberechtigte Partner, aber du brauchst ein gutes Netzwerk. Du brauchst ein familiäres gutes Netzwerk oder ein freundschaftliches gutes Netzwerk in deinem Privatleben. So brauchst du aber auch ein gutes Netzwerk, wenn du dein Geschäft machst, wenn du selber CEO bist. Du wirst diese Themen, die auf uns zukommen mit der Wassermannzeit ab Ende des Jahres, wenn der Pluto der geht im Oktober wieder direktläufig und dann läuft er die letzten Grade nochmal auf Pluto und ruckelt nochmal ordentlich am alten System. Und dann haben wir die nächsten 20 Jahre dieses Gemeinschaftsthema. Es wird so sein, dass wir da schauen müssen, mit wem können wir solche Allianzen wirklich schmieden.
Wo können wir gemeinsam erfolgreich sein? Wo können wir auch gemeinsam uns halten für diese emotionalen Thematiken im Privatleben? Wo haben wir vielleicht einen Inner Circle, in dem wir einfach mal so raw sein können, dass wir nicht dafür, wir müssen ja nicht immer überall die Masken fallen lassen, aber wir brauchen einen Inner Circle, wo wir das machen können und wo wir mit all diesen Transformationsenergien auch umgehen können. Denn das, was du vielleicht schaffst, und als Impuls für jemand anders hast, habe ich dann vielleicht für dich. Also in diesem Fall, bitte such dir einen Inner Circle, gerade für die Anfangszeit der Wassermannzeit, wenn du nicht schon einen hast, und sorg für gute Beziehungen und gute Strukturen, die dir gut tun und die dir nicht noch zusätzlich Energiegulli spielen und dir quasi auch noch irgendwelche Dramas auf dem Tableau servieren. Die Menschen können weg, ne? Einfach weg. Also wer hier in deinem Leben, nee, kein, also schmeißt Menschen aus deinem Leben, ja. Also ich liebe Menschen, nein, manchmal ärgere, manchmal mag ich sie auch nicht so gerne, weil sie doof sind manchmal, aber grundsätzlich, es ist so, wir müssen gemeinschaftlich trotzdem für uns sorgen können. So. Und diese transformative Eclipse-Season wird dich einfach extrem intuitiv unterstützen. Und ich bitte dich wirklich ins Vertrauen zu gehen, in die Ruhe zu gehen und zu reflektieren. Die nächste Eclipse-Season wird Anfang nächsten Jahres sein und dann werden wir schon den Mondknotenwechsel, den kollektiven, gehabt haben. Deshalb jetzt zuckt die alte Mondknotenachse nochmal mit Waage und Widder. Einen Moment. So, sorry. Da wird nochmal die alte Mondknotenachse gezuckt in der Eclipse-Season und die neue wird schon angeteasert mit dem Vollmond in den Fischen. Also bitte schnall dich an und finde für dich ein gutes Ritual. Und ich denke, wenn du mir schon länger folgst, hast du schon gute Rituale, wie du mit dem Vollmond umgehen kannst und wie du vor allen Dingen deine Dinge dokumentieren kannst. Ich glaube, damit habe ich alles soweit gesagt, was ich zu dem Vollmond in den Fischen sagen wollte. Ich glaube, ich könnte noch mehr, aber nein. Bedenkt bitte die Sonne, also das, was jetzt gerade auch beleuchtet wird, ist nach wie vor in der Jungfrau. Na, wir haben ja dann in dem Fall den Vollmond auf der gegenüberliegenden Seite und der Mond steht ja immer für die Bedürfnisse, auch für die weibliche Kraft, also für das Empfangen. Und die Sonne steht oftmals für das Rahmensetzen und die männliche Energie. Das heißt eigentlich auch, das ist bei uns jetzt in Deutschland irgendwie falsch, aber bei uns heißt es ja die Sonne und der Mond. Überall anders ist der Vergleich besser mit Yin und Yang, El Sol und La Luna. Ja? Und im Moment sind sie in einem Tanz, die Sonne und der Mond, die wollen beide in Balance bespielt werden. Sowohl die Sonne mit den Strukturen und mit dem Alltag und der Moral und der Gesundheit und all diesem Heilungspotenzial, was die Jungfrau mit sich bringt, aber eben auch der Mond, der die Sehnsüchte und das tief Versteckte, das nicht Sichtbare, die Träume auch einen Platz geben möchte. Und deshalb sieh zu, dass du es irgendwie aufschreibst. Oder aufmalst oder dir selber Sprachnachrichten schickst, ist vielleicht auch eine Option. In diesem Sinne, wenn du was mehr wissen möchtest zu deinen eigenen Transiten, nämlich in deinem eigenen Horoskop, welches Haus es betrifft und auch was die verschiedenen Planeten in deinem Horoskop zu bedeuten haben, in deinem Geburtshoroskop, kannst du dir gerne ein Reading buchen, eine private Sitzung, das beziehungsweise ich mache es ja fürs Business, deshalb B2B oder du bist vielleicht in einem Unternehmen und möchtest gerne dafür ja, das als persönliche Weiterentwicklungstool nutzen oder deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun, dann darfst du es gerne bei mir buchen. Ansonsten ist im Schnitt noch der Kurs, der bald kommen wird. Den werde ich dann natürlich auch hier bewerben. Der metaphysische Grundlagenkurs. Sobald er kaufbar ist in der Aufzeichnung, werdet ihr natürlich hier auch informiert und könnt mit eurem eigenen Chart natürlich auf die Suche gehen. Ich finde es immer sehr spannend, wenn eben meine Teilnehmer mit diesen Informationen zusätzlich nochmal Aha-Momente für sich haben. Und vielleicht erkennst du dann auch das System hinter dieser Astrologie, denn das ist auch ein System und das ist so mein
mein Steckenpferd, egal was ich tue, ob ich im Business unterwegs bin, in strategischem Management, als auch in der persönlichen Weiterentwicklung für Führungskräfte und CEOs, als auch in der Metaphysik, was ich für beides nutze, ist es so, ich arbeite immer in Systemen. Sie sind interessanterweise alle logisch nachvollziehbar, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht. Und ich habe ja mit dem metaphysischen Kurs, mit dem Workshop einfach schon mal einen ersten Impuls gegeben. Den werde ich, wie gesagt, in der Aufzeichnung noch zur Verfügung stellen zum Kaufen. Wenn du dann gerne kaufen willst, dann wirst du den Link in der Infobox hier unter diesem Video finden. Ansonsten findest du, wenn du eine Frage hast, auch die Möglichkeit, mich anzuschreiben per E-Mail oder gerne per Kommentar. Wie gesagt, wenn du gerne einen Kurs buchen möchtest oder etwas überhaupt, wenn du sagst, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich buchen will, kannst du natürlich auch ein kostenfreies Erstgespräch buchen unter dem Calendly-Link. Da gibt es einen 30-Minuten-Call, wenn du magst, um halt zu schauen, was für dich vielleicht das Richtige ist. Ich biete auch sogenannte, das nennt sich Paar-Readings an, meine ich jetzt nicht speziell auf eine private Beziehung, sondern eher das Thema, wie passen die Charaktere und die Energien verschiedener Geschäftspartner oder Führungskräfte zusammen, was sind deren Potenziale. Also da biete ich auch sowas an und ich verbinde meistens die großen Readings, nicht diese Astro-Speed-Dates, sondern die großen Readings auch mit Human Design und Gene Keys, damit wir so einen bunten Potpourri haben. Und die Mentorings sowieso, da gibt es immer alles. Da ist immer alles drin, weil ich sage, okay, wir müssen aus allem wissenschaftlich basiert, als auch metaphysisch und chinesische Astrologie oder Metaphysik, da brauchen wir alles, denn da ist zu viel Tamtam drin und zu viel Nicht-Sichtbares, was wir auf jeden Fall mit berücksichtigen dürfen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Eclipse-Season und ja, das Video ist ein bisschen länger geworden. Finde zur Ruhe, lass dich auf das Wunder der Transformation ein, lass es zu, also auch da, vertraue dem Fluss des Lebens und wenn eine Illusion wie eine Seifenblase platzt, dann wartet vielleicht noch was viel, viel Besseres als das, was du dir in deinen Illusionen, in deinen Luftschlössern gebaut hast. Und mit diesen Worten möchte ich dich gerne in diese Eclipse-Season entführen. Lass dich drauf ein, vertraue dem Fluss des Lebens und bis zum nächsten Mal, zum nächsten Neumond-Video auf diesem Kanal. Bis bald, eure Janine. Tschüss.